Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Servus, willkommen zurück auf der Masterquest-Karte. Denn hier gibt's Spielzeug. Ich stehe schon drauf und da die Map so freundlich war, uns spontan, wer den letzten Masterquest-Part geguckt hat, hat's vielleicht auf der Karte gesehen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ja, die Karte war so freundlich, uns dann suddenly mit neuen Itemkarten zu versorgen, was uns die Lyra irgendwie gegeben hat, die jene hier, die uns ja so ewig tausendmal gefehlt hat. Also, leck mir am Arsch, wir gehen jetzt erstmal ein paar Itemkarten einsetzen. Moment, erst die Lyra für Feinde auftauchen lassen und so. Und jetzt will ich noch die Belohnung. Also fackeln wir mal so einen Busch. Yeah! Das sieht doch gleich schon viel geiler aus. Besiege das Riesenmonster im Wald begrenzt auf Volga mit seinem Drachenspeer. Also scheißen wir mal auf die Stufe 2 Waffe und gucken mal, ob wir es denn hinkriegen. Direkt die Nummer 3 zu holen. Bei Fai haben wir es ja immerhin auch geschafft. Level 50 ist auch gar nicht so schlecht. Die Waffenkammer können wir uns, glaube ich, schenken. Der Trankladen. Ich werde zumindest ein bisschen mehr Angriff einsetzen. Denke mal, das sollte kein Problem sein. Wenn ich ihn finde. Wo ist der? Wo ist der Scheiß? Da ist er. Oder sollen wir uns mal einen starken gönnen? Wir haben 9-mal Sias Zepter. 9 fucking Mal. Komm, ich will das probieren. Ich will wissen, wie sehr der auf die Kacke hauen kann damit. So. Kurz nochmal reingeguckt. Nichts Neues in der Schmiede, schade aber auch. Und dann nehmen wir natürlich auch die ganz starke Waffe. Und ein bisschen Rubinbonus schadet ja nie. Der junge Link mal wieder. Aber unser Ladebalken ist ja nach dem neuesten Update wieder wunderschön gefixt. Finde ich richtig toll. Andererseits wäre es auch echt ekelhaft gewesen. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, jedes Mal einen Cut an die Stelle zu setzen. Dann hätte ich zwar jeden Part rendern müssen, ja, aber ohne Scheiß, das war ja irgendwie auch kaum zumutbar. Okay, dann lass mal sehen. Volga, Darunia, Girahim, sieht ja auch eigentlich alles ganz safe aus. Wir sind auch auf der Seite von den guten Rute und Agneta. Boah nein, ey, die hasse ich ja, wie die Pest, vor allem als Gegner. Nichts gebufft. Wir haben nur 3 Festungen, das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber ansonsten ist ja alles ganz cool. Irgendwo versteckt sich da noch ein Herzteil. Und einen Master-Schlüssel wollen wir ja auch noch haben, weil es ist ja besiege das Riesenmonster. Kriegen wir schon hin. Feuer! So, Jungs. Was habt ihr denn vor? So einen Goldrang wollte ich dann doch schon haben. Bam! Upsala! Da muss ich aber mal ganz kurz auf Pause drücken und mein verdammtes Handy lautlos stellen. Wie unprofessionell von mir. Okay. Das war... Wow. So, Jungs. Nuke. Und so ein Festungskommandant, der ist ja sehr schnell mal hervorgerufen, wenn man sich in Drachen verwandeln kann. Finde ich voll geil. Magiedieb nähert sich. Aber du bist doch scheiße. Probier's doch. Ja, Mann! Gib ihm hart! Ich weiß nicht, ob die einfach so schwach sind oder ob es der Angriffstrank bringt, aber ist schon geil. Hi, Jungs! 1, 2, 3, 4. Combo 5! Hau weg den Scheiß!
Oh, ich muss mir mit Volga echt ein anderes Timing angewöhnen. Der Herr Festungskommandant, weg mit dir. Eine Schatztruhe. Sowas finden wir auch immer schick. Das ging schnell. Also irgendwas sagt mir, dass wir in den Bossgegnern hier ein bisschen leichteres Spiel haben werden als im letzten Part. Das war ja echt sowas von... Das ging ja so gar nicht. Rädelsführer. Hat der Hurensohn mich verraten? Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet, ey. Ihr könnt euch mal ganz derbe verpissen. Charge! Boah, hat's den umgerissen. Boah, scheiße. Weitere Teile Truppen von Daronia ist zum Feind übergelaufen. Die Moral der Verräter steigt. Jungs? Nicht mit mir. Einheit des Verräters wurde direkt schon zerschlagen. Ja, ist cool. Wenn ihr wollt. Was ist da hinten los? Was ist hier, Jungs? So geht's nicht. Sorry, aber. Da werde ich direkt mit einer harten Hand regieren. Fickt euch, die Einheit des Verräters wurde zerschlagen. Danke. Oh, cool, und wir kriegen ja so selten Material von Hyrule-Soldaten. Was hier los? Was hier los? HP leisten? Nein? Gut, dann ist mir das scheißegal. Oh, da ist doch... Hallo, mein Herr. Das, ne? In Gefahr. Wir eilen zur Rettung. Sehr schön. Höchste Gefahr. Okay. Jungs, das geht gar nicht. Wir wollen dann doch mal ein wenig. Nö. Du bist zu langsam. Du wirst genugt. Die Einheit des Verräters wurde zerschlagen. Ey. Bam! Bitch Slap! Kleiner Hurensohn. Du siehst scheiße aus. Ha! Oh, shit! Mit Volga spielen muntert meine Laune doch dann echt sehr, sehr oft wieder auf. Ihr kleinen Arschgeier. Ey, was da hinten los? Gott! Die gehen mir auf den Sack. Erobere Festungen um die Rädelsführer. Ja. So. Nuke einfach den ganzen Südplatz weg. Dann erobert den auch kein Arsch wieder zurück. So, komm. Für den Festungskommandanten habe ich auch nochmal so ein Ding. Jetzt ist hier ITC. Komm her. Ein Rädelsführer. Ich spieß dich auf. Ich mach Döner aus dir. Bam. Willst du nochmal? Ich hab so viel davon. Ha! Was ist hier noch so los? HP leisten. Oh, mit euch kann ich aber gerne spielen. Ein bisschen Special abgreifen. Easy. So, Jungs, ich hab noch was für euch. Was? Verräter? Rückt zum Hauptquartier vor. Hallo, Agneta. So, Mädel. Uiuiuiui. Dich drücke ich in die Festung rein und dann räumen wir zusammen in der Festung auf. Ist das eine Idee? Was? Oh, hallo Verräter. Der Herr Verräter. Der schlägt wieder zu selten zu, der Herr. Bam! Komm schon, mach kaputt den Scheiß.
Mal so ganz ungezielt. Ja, machen wir. Das war super. Das war richtig scharf. So geht das. Und wie ich sehe, 100 Schaden erst. Geil. Was ist da hinten los? Was wurde da schon wieder gesichtet? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Vorposten, Hauptmann. Wir sliden da mal so elegant durch. Warum ist denn da schon wieder Verräter? Überall! Alle Verräter! Alle Kacke! Sag's dir, ich mach Döner aus dir. Verpiss dich, Mann. Lappen. Und da ist meine letzte Magiepulle. Gucken, für wen wir die benutzen. So, Jungs. Kombo. Aha, aha, aha. Was ist da kaputt? Komm schon, du Lappen. Deinen Kollegen nehme ich auch gleich mit. Ich habe gesagt, deinen Kollegen nehme ich mit. So, direkt leer gefegt. Ey, der lebt. Also jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, Mann. Jetzt reicht's. Niemand überlebt Volga. Bis auf Link, aber nur wenn er von mir gespielt wird. Okay. Wie wäre es nochmal mit Nuke? Da habe ich richtig Spaß dran. Wie, was sagt eigentlich die Zeit so? Na, 8 Minuten, okay. So langsam soll ich hin machen mit meinem Herzteil. So. Die Moral der Verräter. Alter, fick dich. Ich glaube, ich spiele hier echt zu lange rum. So, Kollege. Wir machen das mal schneller hier. Sweet, da ist meine Truhe. Da, da, da. Schön. Also jetzt den Schnelldurchlauf, ja? Ha, fick dich da unten mit dem Rädelsführer. Ich mache hier jetzt kurz einen Prozess mit dem Scheiß. Achso, ich muss den auch noch umbringen. Ja. Okay, den Nuke wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht. Aber so kriegen wir wenigstens schneller den Festungskommandanten. So. Noch so ein Rädelsführer. Yo. Komm, nuke den weg, den... Na, prügel! Prügel, prügel! Schön. Finde auch, ja, ja. Irgendwie habe ich mich in die Mission an sich nicht so richtig eingefleischt vorhin. Naja. Volle Kanne, ihr Spassis, seid zu lahm für mich. As I said. Charge! Was ist da los, der ist Bedrängnis? Halt's Maul da hinten. Wer, Moment, Schlachtfeld. Andersrum, Status. Daronia flieht oder den Hauptquartier fällt. Da ist mir Girain doch scheißegal. Ich habe keine Zeit mehr. Verräter. Überall Verräter. Das ist da kaputt. Schittigen, blöden. So. Ja, so langsam sollte ich mich beeilen. Stopp.
Sturztrupp machen wir auch noch. Komm, mit einem Nuke ist der Hauptmann doch bestimmt am Start, oder? Festungskommandant, servus, danke. Hi! Bam! Und noch was Schickes? Der Rädelsführer. Hallöchen! Bam! Kleiner Hurensohn. Knock um die Sau! Bats! Alle Verräter rücken gegen Darunia vor. Ach, scheiße. Das kriegt Darunia alleine hin. Wir holen uns den Feldmarschall. Keinen Bock, den Scheiß hier zweimal zu machen. Hi, Ruto. Gucken wir erstmal, ob die schnell genug ist, um meinen Drachen zu erwischen. Nein, ist sie nicht. Nope. Bam! Okay, Drachenkralle ist es dann doch. Fick dich, Fischfrau. Zack! Komm schon, wir saufen uns nochmal ein. Du suchst doch! Ich mache warm Wasser aus dir! Na? Komm schon, danke. So. Gut, dort. Oh, Argorok. Ohne Scheiß, ich darf gegen... Ey, nur Verräter. Sogar Argorok verrät mich. Was hat Daddy dir denn getan, Mann? Der Motivator. Das sagt die Zeit. Zoom. Minus Motivator. Ihr seid ebenfalls scheiße. So, Baby. Jetzt reicht's. Mana Attack. Oh scheiße, das war falsch. Da war der Gute aber zu schnell. Mist. Na, schwierig. Hol ihn runter, komm schon. So. Okay. Jetzt wird's böse. Aber eigentlich... Shit, 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 shit. Ja, komm, hol ihn runter. Mach hinne, komm schon. Reiß ihn weg. Was sagt die Zeit? Ja, geht, geht klar, geht klar. Ja. Bam. So, fuck mich nicht ab, du Vieh. Sweet. Goldrang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Haha. Sieg auf ganzer Linie. Mal schauen, was wir dann da jetzt bekommen haben. Ist ja schon irgendwo cool, das Vieh.
was? Besiegt und Kampfdauer. Der Schaden ist egal. Interessant. Blutfang und er sieht sogar eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, doch, kann man erstmal so lassen. Oh, diese blöden Pferde, Mann. War doch sehr lukrativ. Schick. Sehr schick. Aha, okay. Was ist hier noch los? Lana-Kostüm, noch eine Harfe. Okay. Was haben wir hier noch so? Offensive, Defensive. Begrenzt auf Zelda, keine Heilung. Das ist ja jetzt auch so vielsagend. Okay, ziehen wir uns aber alles im nächsten Part rein, Leute. Okay. Läuft, finde ich, sehr viel besser als auf der Majora's Mask Terminal-Karte. Ich glaube, ich werde hier ein paar Folgen verbringen. Dann bis zum nächsten Mal.